Schützenfest in Paderborn vom 7. bis 10. Juli 2023. Das ist der Bataillonsvorstand mit Ehrenmitgliedern. Die Kemper-Kompanie stellt in diesem Jahr den König, Dennis Happe. Und das ist seine Königin Stefanie Nötges. Und hier jetzt der gesamte Hofstaat mit Prinzen. Ich zeige jetzt den großen Marsch am Sonntag. Beginnend mit dem Schellenbaum. Hier Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Paderborn in ehemaliger Kleidung. Danach der Musikzug Schloss Neuhaus der Freiwilligen Feuerwehr von Paderborn. Der Marschweg ging vom Domplatz auf die Kasseler Straße, dann zum Kamp, Rathaus, Marienstraße, Königstraße, Kiesau, Mühlenstraße, Hattumarstraße und dann auf dem Schützenweg bis zum Schützenplatz. Der Bataillonsvorstand zu Pferd mit Oberst Thomas Spieker, Oberstleutnant Bernd Zengerling, Adjutanten sind Thomas Brockmann und Christian Nolden. Nach den Herolden folgt der König Dennis Happe. Es folgen die Prinzen und danach die Ehrengäste, der Bürgermeister, der Landrat und einige mehr. Dann sehen wir die Freiwillige Feuerwehr Paderborn mit einer Abordnung. Die Kemper-Kompanie ist die Königskompanie und marschiert als erste Kompanie. Hauptmann ist Jürgen Luther. Es folgen die Schützen und danach der Hof von Neuenbeken. Die Damen in sehr schönen Kleidern und die Herren wie immer in Grün. Die Schlosskompanie Schloss Neuhaus, danach der Spielmannszug Hubertusjäger aus Elsen und danach die Schützenkapelle Neuenbeken, die gerade spielt. Es folgen Kemperschützen nun die Abordnung der Schützen aus Dörenhagen mit Hofstaat und auch wieder schöne Kleider, die die Damen ausgesucht haben.
Nun der Hauptmann Jürgen Luther mit Schützen aus seiner Kompanie. Die Heimatfreunde, schöne Aussicht, marschieren auch mit. Und der Hofstaat mit schönen Kleidern und die Männer ganz in Schwarz. Diese Musikkapelle kann ich leider nicht einordnen. Da weiß ich nicht, wo die jetzt herkommen. Das sind jetzt die letzten Schützen der Kemper-Kompanie und danach kommt die Heide-Kompanie. Die Heide-Kompanie startet mit dem Heide-Musikzug. Der Hauptmann ist Peter Disselmeier. Und es ist eine sehr starke Kompanie angetreten. Gefolgt von dem Spielmannszug Marienloh und dem Hofstaat von Marienloh. Die Königin ganz in Weiß und die Hofdamen in schönen blauen Kleidern. Es geht weiter mit Schützen der Heide-Kompanie. Das ist doch mal was Schönes. Ein alter Bus aus Frankreich mit eingebauter Bar. Das Schild oben muss geändert werden. Die Fahrt geht nicht nach Piccadilly, sondern zum Schützenplatz. Die Königstresser Kompanie mit dem Spielmannszug aus Wever. Der Hauptmann der Königstresser ist Andreas Knäher. Das ist das Blasorchester aus Lichtenau. Dieser Hofstaat kommt aus Warburg. Die Königin mit einem schönen grünen Kleid und die Hofdamen in rosa und schwarz.
Biesenhofstadt kann ich auch leider nicht zuordnen, habe ich keine Information dazu. Hier sehen Sie den Hofstadt von Elsen. Und das ist der Hofstaat von Ahlhausen. Jetzt der Hofstaat von Sande mit sehr vielen Schützen. Hier spielt jetzt der Spielmannzug von Lichtenau. Und nun noch weitere Schützen der Königsträßer Kompanie. Die Westernkompanie startet mit dem Tambor-Korps Nordborchen. Danach kommen die Buker Husaren. Jetzt kommt der Hofstaat von Weber. Und Weber hat eine sehr gute Beziehung, jahrzehntelang schon, zu den Western. Die Königin in einem schönen blauen Kleid und die Hofdamen alle in Rot. Die Fahnenschwinger sind auch von Weber. Und sie haben schon sehr viele Preise errungen. Das sind auch noch Weberaner Schützen. Der Trommlerkorps Kirchborchen und das Blasorchester Kirchborchen. Thank you.
dahinter der Hofstaat von Kirchborchen. Königin in Weiß und die Hofdamen in blauen, sehr schönen Kleidern. Viele Schützen der Western. Der nächste Hofstaat kommt von Schwanei. Mit einer Schützenabordnung. Der Hofstaat, der jetzt kommt, ist von Bleiwäsche. Auch mit einigen Schützen angereist. Die Mastbahnkompanie. Es spielt der Spielmannszug von Hemsen, gefolgt von den Bundesschützen Musikkorps aus Elsen. Der Hauptmann der Mastbahnkompanie ist Hubert Salmen. Es folgten Schützen aus Westheim in Schwarz-Weiß gekleidet. Gefolgt von dem Hofstaat aus Buke und Schützen. Der nächste Hofstaat kommt von Benhausen. Auch sehr schön ausgewählte Kleider. Hier bin ich mir nicht sicher, es könnte der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Paderborn sein. Bei diesen MusikerInnen, die sind 400 Kilometer angereist und ich habe den Namen einfach vergessen. Nun kommt der Hofstaat von Hemsen. Es folgen dann noch Schützen der Mastbahnkompanie und damit ist auch der Umzug beendet.
Tag noch. Tschüss. Hallo.